gesegelt sind wir immer und er hat eben immer, nicht, er wäre eben nicht wie andere Leute gesegelt. Oder dann hat man immer die Nordpolfahrten gemacht im Winter, wenn es eiskalt gewesen ist. Nicht, ist man dann gegangen, wo kein Mensch mitgegangen ist. Nicht, und so. Das war wunderschön gewesen. Da ist ja immer ein bisschen Morgennebel. Und dann sind wir abgefahren und der Franz, eben, der hat dann müssen Nebeltrompeten blasen, Nebelhorn, alle, glaube alle zwei Minuten. Und bis dann so um die 10 ist dann der Nebel weg und dann hat man dann schön können freifahren. Und dort hat er uns vorgelesen, wenn man dann vor dem Wintersee drauf ist, so ist so ein schöner, sanfter, gleichmäßiger Wind, hat man so, hat er dann vorgelesen. Ich weiss, einmal hat er uns jetzt die vier Zweige des Mabinogi vorgelesen. Das sind so keltische Sagen. Das ist sehr schön gewesen. Säckel habe ich bei ihm gelernt. Das war zum Teil eine harte Schule. Und wenn man in einer Flaute war, Lutz Neumann, dann hat er gesagt, ja, jetzt müssen wir mit der Klampe, wo man die Ruder reinlegt, müssen wir ein bisschen rotteln. Dann meine ich, der Wind, man will ja von rudern und dann wird er hässig und fängt an zu blasen. Und das ist im Grunde noch ein Unsinn, aber vielfach hat es doch genützt. Und er hat dann gefunden, auch einen Unsinn muss man ernsthaft machen. Sonst hat er ist es blöd. Er war bereit, einen Unsinn mit uns zu machen. Aber dann muss man auch ernsthaft, muss der Unsinn gemacht werden. Denn es muss einfach, es muss richtig gemacht werden. Und das ist, was man dann auch genossen hat. Und dort haben wir also schon viel gehabt. Und es ist auch erst jetzt im späteren Alter, realisiert man eigentlich, was man dem Grossvater gehört. Wenn man auf die Inseln ist gesegelt und da war man total naturverbunden gewesen. Man ist in Zelt geschlafen vier Wochen und ich hatte einfach auch bei wüstem Wetter sind halt nur die Zelte da gewesen. Und kochen hat man müssen schauen unter einem Sonnenschirm oder einem Regenschirm. Und dann in der Nacht wissen sie so die Wasservögel, die man noch so gehört hat, so einzelne und so ein bisschen das Plätschern. Dann hat man noch so ein bisschen im Lagerfeuer. Hat er dann erzählt oder man hat auch geschwätzt, aber er hat dann meistens eigentlich ist ja bei uns erzählen kann. Das sind schon wirklich verzauberte Nächte für mich. Dann hat er eben die Zeltler aus England, es hat gar kein Zelt gegeben und dann hat er so ein Offizierszelt gehabt. Und dann sind wir auf die Insel und dort campieren, das hat natürlich dazu mal auch niemand gemacht. Nicht? Es war immer so ein bisschen mit Abenteuer verbunden gewesen. Und dann haben wir natürlich furchtbar lustig gehabt. Nicht? Und dann eben im Sommer hier in der Bergtour, aber immer auf nicht begangenen Wegen. Das ist natürlich für Kinder lustig. Nicht? Also, aber ich begriff, dass man manchmal so ein bisschen gebankt hat. Er hat stundenlang einmal gekocht. Nicht? Also einmal, da hat es so furchtbar geregnet und dann sind wir alle bachnass und dann sind wir im Zelt gesessen und das Zelt ist so feucht gewesen, dass wenn man dran kam, ist man sofort nass geworden. Und wir sind dann im Zelt und haben Spiele gemacht mit den Vätern und der Papa ist 7 Stunden gesessen und hat den Hecht gekocht und hat wahnsinnig was alles, hat von einem Fischer dort den Hecht gekauft und dann was alles zusammengesucht hat, da Kräutchen, die haben müssen dran. Und dann ist er in seinem Ölmantel und Wildwäsche oder Südwesterhut an dem Feuer gesessen und hat eine Stunde lang gekocht. Und nachher hat er dann die Pfanne ins Zelt gebracht und wir haben dann den Hecht verzehrt. Gradualmente, a través de mi trabajo científico, pude dar a mis fantasías una sólida base. Papel y palabras, sin embargo, no me daban la impresión de ser lo bastante concretos. Necesitaba algo más. Tenía que hacer una profesión de fe en piedra. Este fue el comienzo de la torre, la casa que me construí en Bollingen.
Al principio no proyecté una auténtica casa, sino solo una especie de morada primitiva, de un solo piso. Debía ser una construcción redonda, con un hogar en el centro. Tenía en mente una cabaña africana donde el fuego, circundando por pocas piedras, arde en el medio. Las cabañas primitivas dan una idea de totalidad. Quería construir una morada que correspondiese a los sentimientos originarios del hombre. Así, en 1923, surgió el primer edificio circular, y cuando fue terminado, vi que era una auténtica torre. Ich hatte immer die Idee gehabt von einem Turm, nicht? Das ist wieder der Greenau, der Turm, wo der Dublisch kauft, aber den hat man nicht können. Und, aber eben, dass es so fest muss sein. Und auch die Bürgli, die er gemacht hat, die sind doch gewesen, wie eine, der Bulling ist wie ein grosses Ding von diesen Bürgli, die er als Kind immer, also, dass es so kompakt ist und so fest, ja, dass man einen Schutz hat, nicht? Als Kind nicht verstanden, warum man so kleine Fenster hat will und so dicke und dann auch die Läden und alles hat immer wahnsinnig müssen zu. Es ist auch die Haustüren zu, nicht? Also, ich glaube, das ist, weil die Leute psychisch so offen sind und fast nicht können wehren, da einströmen von fremden Einflüssen, nicht? Und dass er da, dass er hat können schreiben, sich so ganz müssen abregnen. Bevor der Turm Bolli gebaut hat, ist er jetzt 6 Wochen in Steinbruch gegangen, zum Lehren Stein bearbeiten, Stein spalten. Er hat sich immer bemüht, diese Sachen all kennenzulernen. Und er ist schon sehr vielseitig begabt gewesen, nicht nur geistig, auch handwerklich. Er hat können zeichnen und malen und Bildhauern. En 1927 hice agregar la construcción central. Transcurridos otros 4 años, la dependencia en forma de torre fue transformada en una verdadera torre. Y en 1935, luego de otro intervalo de 4 años, construí el cuarto elemento. Así surgieron las 4 partes del edificio, y esto sucedió exactamente en el curso de 12 años. En Bollingen me encuentro con mi verdadera naturaleza, con lo que me expresa profundamente a mí mismo. Soy, por así decirlo, el antiquísimo hijo de la madre. La torre es un lugar, en cierto sentido, de maduración, de seno materno, en el cual es posible volver a ser lo que fui, soy y seré. A veces me siento como si me expandiera en el paisaje y en el interior de las cosas. Y como si viviera en cada árbol, en el movimiento de las olas, en los animales, en las nubes que van y vienen, en las cosas. No hay aquí nada que no haya crecido y no se haya desarrollado en el curso de los decenios. Nada a lo que no me sienta ligado. Todo aquí tiene su historia y la mía. Es el espacio para el infinito reino subterráneo de la psiquis. En Bollingen me circunda un silencio casi tangible. Se presentan pensamientos que se remontan siglos atrás y al mismo tiempo anticipan un lejano futuro. Se aplaca el tormento de la creación. La creatividad y el juego están uno junto al otro. Renunciado a la corriente eléctrica. Yo mismo enciendo el hogar y la estufa, y de noche enciendo las viejas lámparas. No hay agua corriente, y bombeo el agua de un pozo. Parto la leña y cocino la comida. Estos actos simples hacen simple al hombre. Y qué difícil es ser simple. Ich weiß auch gar nicht mehr recht, wer mir's erzählt hat. Aber jedenfalls ist er einmal dort draussen gesessen und ist dermaßen offenbar im Tau gewesen, das heisst,